wieder back in town. Folge X, die du so anfängst. Ja, das ist, glaube ich, die 9. Folge, glaube ich. Du hast ja gerade gesagt, dass du mittlerweile Linkin Park gehört hast mit Heavy. Und ja. I'm holding on. Why is everything so heavy? Und wie fandest du das Lied? Auf einer Bewertung von 1 bis 10? Oder was will... Ja, oder generell so. Also auf eine 7 halt. Der Songtext hat mir so vom Allgemeinen her und was das Feeling ausdrücken soll, sehr passt für den Stil und für das Tempo, was der Song hatte. Aber er hatte für mich keinen Ohrwurm-Faktor halt. Deswegen ist es nur eine 7 halt. Weil ich leg sehr viel... für mich halt... Songtext ist für mich wichtiger, als wie der Klang allgemein ist. Also es könnte auch einen Song haben, der halt der super Ohrwurm-Faktor hat, aber wenn der Songtext einfach Bullshit ist, dann höre ich den halt nicht. Weil Songtext ist für mich das A und O. Während ich hier rüber talke, hat er das Rätsel gelöst, das ich noch nicht mal in Augenblick... Das war mein Plan. Wollte mal ein bisschen mehr ran, dann. Ich soll noch ein bisschen... Ich will kuscheln, ich habe Angst. Okay. Ja, du zuerst. Ich mein, Entschuldigung. Für ein Linkin Park Lied irgendwie. Ja, also. Ich meine, ich will nicht einer dieser Menschen sein, die die Bands irgendwie vorsagen wollen, wie die ihre Musik zu machen haben und so weiter. Aber irgendwie muss man doch auch. Oder schon oh nein, wieder ich habe schon wieder Hunger. Diesmal ist es, glaube ich, Luft. Nee, es ist Hunger. Sicher, weil dieser Ventilationsschacht daher ja, ist. Ja, fuck. Schon wieder Hunger, ja? Ja. Kannst du die Ratte fangen? Dude, wie soll eine rohe Ratte essen, dude? Du hast ein Feuerzeug, um den zu grillen. Guter Punkt. Oh, guck mal, da ist eine Lampe. Ich glaube, diesmal musst du dich beeilen, deswegen ist hier ein Speicherpunkt. Warte kurz. Du bist fertig gespielt. Fuck. Diesmal musst du, glaube ich, schnell wie möglich ein Essen finden. Alter! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin tot. Uh-uh. Ich glaube, beim nächsten Mal bin ich tot. Ja, deswegen hast du gerade einen Speicherpunkt gekriegt. Oh, du bist auch langsam, du kannst auch nicht mehr rennen, wa? Nee. Ach, guck mal da. Da, wo die Ratte... Oh, fuck! Das Fleisch, was oh, in der... Oh, komm Ehrlich. Schon, dude! Beeil dich, da rein! Ich werde jetzt fertig gefangen. Ja. Boah, ich hab gerade voll gespuckt. Nimm es! Oh Gott, ist das eklig. Weiß, oh, guck, oh, siehst du das? Oh, wieder... Oh, ich weiß nicht. Oh Gott, ich hab sie gesagt. Ich wollte dich gerade fragen halt, also ich hab nur die Heavy-Version gehört, wo irgendwie Featuring und, also da war eine Frauenstimme halt, war, die war ja halt gefeatured. So ist halt. Auch, das, okay. Das ist das Original. Ich fand halt, die Frauenstimme hat, also die hat zwar ein bisschen mehr Flair allgemein auch zum Songtext gebracht halt, aber allgemein fand ich halt, Linkin Park ist immer noch eine maskuline Band. Ding ist halt, ich weiß nicht, ich mag es halt nicht, wenn Bands halt komplett ihren Stil ändern, was anderes machen. Das ist dann halt so, irgendwie bist du ja auch eine Marke. Das ist ja, als würde... Schieb nach links. Als würde Adidas plötzlich sagen, wir machen keine Sportartikel mehr, wir machen schieb jetzt nur rechts. Noch... Ich sag dir nach rechts. Ja, links, rechts, links, rechts, genau. Wie in Fluch der Karibik, als sie das Schiff umkippen wollen. Nice. Ich glaube, du musst nach links weiter. Da, wo diese kleine Öffnung ist, siehst du das? Ich will gucken, ob ich jemanden retten kann. Kannst du hier... Das ist Jamie. Das ist Jeffreys und Johnnys Bruder. Oh, ich glaube, du musst ihn da hinziehen zu dem Hebel. Mhm. Ja, also du magst es überhaupt nicht, wenn Bands ihren Stil ändern. Nee, ist einfach so, als würde plötzlich Adidas sagen, hey, lass mal statt Sportartikel nur noch Anzüge und so weiter machen. Das ist halt eben nicht Adidas. Also alle würden sich denken, hey, aber jetzt müssen wir kurz unterscheiden. Du magst es nicht, wenn jemand seinen Stil ändert, aber radikal, also wirklich halt ja. Durchgängig halt. Zum Beispiel halt, du musst länger halten. Zum Beispiel, ja, Metallica hat ja auch ein paar langsame. Ja, das ist ja was anderes. Das ist ja. Kannst du da schwingen? Kannst du so hin und her schwingen? Genau. Nice. Schwing, Baby, schwing. Oh, guck mal. Ah, really? You don't fucking say. Really? I'm fucking busy right now.
Auf jeden Fall, also das stört dich einfach nur, wenn eine Band wirklich komplett ihren Stil ändert, ja? Oh, shit. Ja, also wenn sie halt eine Ballade machen, also irgendwas, was halt ein ruhige Töne ist, ist halt immer noch, das ist ja eine Sache, aber wenn sie halt plötzlich von Metal auf Pop umschwingen, dann ist das schon dezent. Ich glaube, du musst links unten in der, da war, nee, kannst du da hoch, hier kannst du hochklettern, an der Tür selbst, nee, an der Tür selbst. Oh, hey, Dude. Oh, guck mal, da ist schon wieder eine Badewanne. Hello. Kannst du die Kerze anzünden, die wahrscheinlich, da ist? Ja. Oh mein Gott, ist da eine Guillotine? Nein, aber wieso ist es hier so komisch? Doch, da ist eine Guillotine. Machen wir das Licht an? Ah, das ja, ist eine Guillotine? Oh ja, sogar mit Blut. What the fuck? Ah. Hi. Ah, lass mich meinen Kopf da reinstecken. Hey. Oh, da, guck mal, da ist ein Rattenloch. Da rechts. Oh. Aha, ich glaube, das ist eine Einführung in ein Geräuschsystem, dass du langsam aufpassen musst, dass deine Geräusche machen. Boah, wenn das stimmt, Alter, dann ist es natürlich high class. Classy high. Aber allgemein zur Musik. Ich habe Spotify, kann ich nur empfehlen, wenn jemand nichts anderes benutzt, um sich täglich seine Musik rein zu pfeffern. Ich habe Spotify Premium auch. Für 10 Euro im Monat gibt's deine Musik in Cloud-Form, kannst du die speichern halt, also dadurch kannst du halt, zum Beispiel, ich habe keine Speicherkarte, das lohnt sich super bei mir, weil halt, wenn ich mir alle meine Songs halt auf CD holen würde und die versuchen würde, auf mein Handy zu machen, keine Chance. Ich habe, glaube ich, in Spotify schon über 300 Songs in meiner Spielliste. Du klingst, als würdest du für Spotify arbeiten. Also ich muss echt sagen, dass ich glaube, du musst dich einfach nur geduckt an ihm hinter vorbeischleichen. Und auf jeden Fall... Diese Spotify bietet auch jede Woche einen Mix der Woche an. Von wegen, das guckt sich an, was für Songs du in deiner... Ich glaube, der kann nicht sehen. Holy... Warte einfach, bleib einfach stehen erstmal. Oh my fucking god, dude. Also Spotify bietet einen Mix der Woche an. Der guckt in deine Spotify-Songliste und allgemein deine Playlisten und gibt dir dann Vorschläge. Und diese Woche war es einfach on fucking point. Normalerweise in meinem Spotify-Mix der Woche kriege ich einen Song oder so, den ich abonniere, ja? Den ich dann reinmache. Und diese Woche habe ich einfach 7 Songs. Vom 1. bis zum 7. Song habe ich eingefügt. Ich war einfach... Das war einfach... On point. Delicious. Fucking... Verpiss dich! Oh my fucking god, dude. Das nächste Mal, wenn du rausgehst, geh mal geduckt raus, bitte. Noch nicht? Okay. Ich mach hier ein Geräusch, oder? Mhm. Nee, er macht das Geräusch. Bücken? Bücken, so wie du es gelernt hast im Sportunterricht. Ich weiß nicht, hattet ihr Hindernislauf eigentlich im Sportunterricht? Also nicht Hürdensprung oder so, sondern richtig Hindernislauf? Bei uns waren dann halt so verschiedene Hindernisse, wie Hochsprung. Dann hatten wir auch dieses Reck. Hatten wir auf 2 verschiedene Stufen eingestellt, wurde ich dann rüber, dann eine Rolle. Wo ist der Typ, Mann? Ich weiß es nicht. Aber du solltest nicht anfangen zu rennen. Geh einfach ganz langsam weiter. Akzeptiere einfach, dass du nicht rennen darfst. Oh, da ist er. Fuck, mal gucken, dude, ob er wieder an seine Arbeit geht, wenn du jetzt wartest. Fuck, dude. Fuck, dude. Oh, oh. Ey, komm. Nee. Ich hab Angst, dude. Ach, shit. Angst, ja? Wieso? Okay, du kommst jetzt nicht an ihm vorbei. Kannst du da, siehst du neben dem Gitter halt, da diese Schubfächer, kannst du da hochklettern halt? Warte. Also er kann nicht sehen, das glaube ich auf jeden Fall schon mal, weil es sieht aus, als wenn er... Er riecht mich. Er hat keine Augen. Jetzt arbeitet er wieder. Und du hattest auf jeden Fall recht mit der Knatschstufe. Ja, weil guck mal, da siehst du den einen Balken, der hier vorne ist fast? Ich glaube, der knarrt halt. Siehst du den? Ja. Weil der so leicht hervorgehoben ist. Ich glaube, du musst da ziemlich nah an ihm vorbei halt. Muss halt immer da lang laufen, wo die
wo die Balken halt flach auf dem Boden liegen. Mein Gott. Auf jeden Fall, bei uns war Hindernislauf immer so, da haben wir uns immer richtig, richtig drauf gefreut. Alter. Ist hier irgendwo eine Stufe, die noch ein bisschen abgefuckt ist? Ich sehe nichts, aber... Oh my god, holy fuck, dude. Also hier greift er auf jeden Fall nicht hin. Kann er nicht wieder anfangen zu arbeiten, damit ich mich hinter ihm vorbeischleichen kann? you fucked up your chance, my friend. Ich glaub, oh my fucking god, dude. Ich glaube, nur die eine Stufe sieht ein bisschen gefährlich aus, die direkt am Ende des Stoffes ist. Genau die, wo du jetzt gerade hinläufst. Die links von dir jetzt. Ich kann hier wahrscheinlich nicht vorbei. Nicht durch. Nee. Oh Gott. Holy shit! Ja, genau die Stufe, auf die du gerade, auf den Holzbalken, wo du gerade gegangen bist, genau der sieht gefährlich aus, wollte ich dir sagen. Aber das war nicht die, die geknatscht hat, oder? Doch. War das die? Ja. Ich glaube, du musst warten, bis er nach links geht und dann musst du ins Loch einfach reinrennen. Ich glaube, ich renn dann, Alter. Ja. Du musst einfach warten, bis er weit nach links geht und dann, jetzt schleich dich schon mal zum Ausgang von dem Gitter halt. Dann musst du einfach rennen. Nein. Fuck, dude. Fuck, dude. Wow. Die Z-Achse schon wieder. Guck mal, da sind Schuhe. Oh. Das, oh. Den Hebel. Das ist äußerst beruhigend, Chris, dass das Schuhe sind. Das mal, ist. Aber die sind in allen Größen. Guck mal, die sind von super winzig. Da hinten, guck mal, da liegt wirklich ein super winziger Schuh. Was ist das? Links von dir ist ein Loch, Alter, wo die Kuppel reinhaust. Oh ja, du weißt, kann ich gut. Ja, einlochen ist doch dein Ding. Jetzt drehst du und. Ja. Oh, ich hab irgendwie das Gefühl, da kommt jemand. Fuck, dude! Holy crap, hab ich mich. Oh, zum Glück musste ich gerade nicht pinkeln, ne? Holy shit! Oh, ist das Essen? Kannst du das essen? Okay, das ist. Nee, ich glaube, das war einfach nur ein Schuh. Ich glaube, das ist Kickerchen. Ah, so. Oh, dude, come on. Ein Kickerchen. Ah, nee, das ist ein Schüchchen. Oh, guck mal, da ist wieder. Guck mal, da ist schon wieder so ein Koffer. Oh, ja. Deswegen auch immer hier ein Koffer ist. Hauptsache, hier liegt ein Koffer, damit ich weiterkomme. Thanks. Game Mechanics. Deus Ex Machina. Das Licht des Ende des Tunnels. Aber weißt du was? Es wird schon wieder Zeit. Bist du so hart? Bist du so hart? Willst du so hart zu den Viewern sein, ja, dass sie erst nächste Folge abhängen können? Was dahinter? Ja, das Licht am Ende des Tunnels ist immer eine neue Erfahrung. Also? Oh lordy. Es wird Zeit. Maul halten. Gott sei Dank ist die Folge jetzt vorbei. Kann ich runterfahren, Alter. Ich habe mich gerade nicht erschrocken vor dem Bastard. So, Freunde. Wir sehen uns bei der nächsten Episode. Bye. Bis dahin. Immer schön unterm Bett gucken, dass da nichts auf euch lauert. Wow, shit, das war echt nicht schlecht. Haut da.